Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Jump League. Und heute habe ich wieder den Gimli dabei. Guten Tag. Ja, ich war beim letzten Mal so gut, da muss man mich natürlich wieder einladen. Natürlich. Ja, wir haben gerade noch eine Runde Welt aufgenommen. Und ja, die war auf jeden Fall lustig. Und das sind jetzt beides quasi so Aufnahmen, falls Meef Steve mal wieder keine Zeit hat oder sonst irgendwas wieder zu tun hat, statt Ender Games aufzunehmen. Werd dann einfach auf Twitter oder so fragen, was als erstes kommen soll. Das heißt, wenn ihr jetzt für Jump League dann quasi abgestimmt habt, dann wisst ihr, beim nächsten Mal kommt eine Wait-Episode. Boah, und ich schaff nicht mal die ersten Sprünge und es fängt schon an mit den Geräuschen. Oh Mann, ich war schon, Anfang sah es zuversichtlich aus bei mir. Ich war direkt im ersten Run an der Kiste und dann auf den Leitern. Ich weiß, wie man die Leitern macht, aber die Leitern sind richtig tricky. Man muss wissen, wie es geht bei der zweiten Leiter. Es gibt nur eine Variante, das zu machen bei der Leiter. Soll ich es dir verraten? Ja. Du springst. Runterlaufen. Ja, und dann quasi die Leiter wieder hochhüpfen. Oh, komm. Fuck. Unlucky. Blind. Fuck. Ich schaff's nicht. Was machst du denn auch? Oh, Steinschlag. Ja, wenn man einmal raus ist, keine Ahnung, da verliere ich immer total den Flow und laufe einfach immer den ersten Block runter oder so. Alter, ich bin Erster, was ist da los? Ich zieh die ab. Richtige Bob-Lobby. Ich bin trotzdem Letzter. Weißt du, was man mal abziehen müsste? Klebestreifen. Den Witz habe ich von Exxon. Sonst beschwert er sich jetzt bestimmt. Ja. Sollte ich am besten noch halten. So. Mann, was mache ich? Ich bin extremst krass unkonzentriert. Alter, verscheißen alle an diesen Anfangssprung oder was? Oh Gott, ist ja, der ich fies. Ich bin gerade richtig fail. Oh, geschafft. Nein, es geht weiter. Der erste Rage quittet erstmal. So. Was? Checkpoint. Oh nein. Ich hasse so Sprünge, wo nur Zäune sind. Hey. Nein! Ich habe diese dumme Leiter geschafft und dann falle ich danach runter. Das ist doch nicht easy. Wann kommt denn hier mal der Checkpoint, ihr Lutscher? So, machen wir so. Oh, nice. Das ist nice. Das ist ja mal richtig. Oh Gott. Moment. Ist das nicht einfacher? Wie ich wütend werde. Nein, es ist mal nicht einfacher. Bei diesem Spielmodus, das ist richtig okay. Oh, war klar, dass ich das nicht schaffe. Das wäre ein bisschen unmöglich gewesen. Boah, stell dir vor, alle sind so am Anfang und einer ist halt der so alle abzieht. Und One-Hit-Alle. Ja, ohne Witz, wenn du hier bei so einer Bob-Lobby richtig abgehst, dann hast du ja richtig viel Zeug und die anderen krebsen dann mit ihrem Standard-Brosch. So, Checkpoint erreicht, das ist schon mal gut. Boah, nicht so ein Kack. Mit Wasser, Seelen, Sand und... Oh. Und weiß ich, was alles. Ist zeitaufwendig, aber es ist nicht unmöglich, dieser Parcours. So, komme ich von hier aus da dran? Erster Checkpoint. Oh mein Gott. Da freut man sich richtig. So. Echt richtig räudig, ey, wie ich da am Rumgeiern war. Und das sind noch die einfachen Parts. Ja, keine Ahnung, der war halt richtig lang irgendwie. Weiter Checkpoint. Oh. Weißt du, beim zweiten läufst du einfach nur einmal über so einen Dreckshelikopter, oder was? Es gibt ein Parcours, das ist einfach nur ein quasi Jet und da läufst du drüber. Oh Mann, ja. Wirklich, nur so eine Sekunde dauert das Modul. So, den Helm nehme ich gerne mit. Ich mache einen auf High Faggot, aber da habe ich schon eine Angel für. Auch unlucky, ist ja nicht so, als hätte ich schon Pech genug in diesem Spiel. So, und... Oh nein, jetzt kommen die Hard Parts. Man ist ja noch langsamer mit unlucky. Oh, ja, das ist, du kannst nicht sprinten. Ich bin jetzt schon bei Hard Part, ne? Also ich ziehe hier heute richtig krass ab. Oh Mann, ey. Nein, was mache ich denn? Das war ja mal dumm. Oh! Die Übelkeit, sie hat mich gefangen. So, nächste Kiste. Okay, wenigstens habe ich jetzt ein paar Sachen. Hey, wie? Wie mache ich das? Bestimmt irgendwie springt man da weiter und ich weiß es einfach nicht. Oder? Springt man hier rein? Bestimmt.
Ja, tut man auch. Alter, nicht solche. Alter, wieder nächster Check, ne? Ich fand diesen ersten Part einfach am schwierigsten. Oh mein Gott, ich bekomme so gute Stuff, ne? Echt? Ich habe Enchanting Table. 3 Minuten. Ich habe Enchanting Table und Full Iron. Als ob. Ja, ich habe richtig krasses Zeug bekommen. Also wenn ich das jetzt nicht reiße, dann wird es richtig peinlich. Ja. Nein! An einer Stelle wäre ich jetzt richtig nervös. Ja, mach mich nur nervös. Vielleicht kriege ich noch die Diamantschuhe. Das wäre halt richtig geil. Wenn ich einen Parcours beenden würde, das wäre mal mein Traum. So ein Parcours beenden. Wäre mein Traum. Mann, ey, ich komme nicht an die Kiste dran, die vom Parcours vorher. So, und was mich zum Beispiel bei Pre-Intros stört, wenn ich jetzt das zum Beispiel schaffen würde, dann würden manche Let's Player einfach sagen, ja, okay, als Pre-Intro mache ich dann, dass ich das Jump'n'Run schaffe und dann so austicke. So. Und das finde ich halt richtig gespoilert und scheiße, wenn dann so Sachen gespoilert werden. Deswegen mag ich auch keine Pre-Intros. Also, wenn ihr euch... Bin manchmal ganz cool, wenn so witzige Sachen passieren, aber... Meistens, es wird dann halt gespoilert bis zum Abfängen. Oh, letztes Modul. Ach, mit dem Fallen kann man keine Kisten öffnen. Nein, sonst kannst du doch einfach so sagen, okay, damit ich wenigstens die Kiste bekomme, falle ich jetzt runter und schnapp mir einfach alles. Man muss diesen... Ey, dann kommt man ja an die Einigte gar nicht mehr ran, oder? Doch, man kann zurückspringen. Ja, wie denn? Hast du jetzt verschissen, oder was? Oh, das ist ein richtiger, einfacher Part, den hatte ich schon mal. Ich komme echt nicht dahin, ne? Hab ich schon. Will aber diese Kiste haben. Ja, ich hätte die eigentlich mitnehmen können, das Steinschwert auf jeden Fall. Das nehme ich auch jetzt gleich mit. Falls ich nämlich noch Level bekomme, kann ich... Ich werde richtig aggressiv gerade. Ja, mein Schwert entschanden. Weil ich nicht mehr an diese Kiste komme. Ohne noch... Mann, lass mich an diese dreckige Kiste, du Bastard! Noch eine Minute. Ey, fick dich, ne? Fick dich, du Drecksspiel. Ich hasse das jetzt schon, ne? Mann! Oh! Komm, dieser Entsprung. Ey, nein, ich wollte so einen auf Venicraft machen. Du dummer Bastard, bleib doch da drauf stehen. Ohne Witz, peinlich eskaliere hier. Der nächste Teller wird gebrochen. Oh, ich bin an der Kiste. Ihr dummen abgefuckten Missgeburten, da war nur Müll drin, ne? Komm schon, bitte. Komm, eine noch. Ja, ja, jetzt kommt, jetzt muss ich das nur noch schaffen hier. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die. Ich war schon bei der Kiste. Aber ich habe einen neuen Rekord, glaube ich. Modul, ich bin Modul 9. Das ist neuer Rekord, definitiv. So, 20. Ich will noch diese eine Kiste haben. Nee, schaffe ich nicht mehr. 8 Sekunden. Komm, schaffe ich noch das Modul. Das wäre halt der Übermove. Oh, wo lang? Hier rum. Nein! Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. So ein Ärgernis. Okay, ich sortiere schon mal Inventar. Nein! Ich bin so dumm. So. Weißt du, ich hätte noch locker auf diese Kiste springen können und die looten können, aber ich, Spasti, springe dran vorbei, werde jetzt wieder ultra gespawntrapped. Pain, nicht du! Wir dürfen nicht teamen und ich brauche die Regeneration. Du hast nicht einen Schlag kassiert. Oh Mann, ey. So, komm. Mir platzt gleich eine Ader. Boah, oh, halbes Herz. Fick die Henne. Ich hoffe, du stirbst. Wir machen alle Hive, ey. Warum? Wenn jemanden verfolgt, macht doch nicht Hive. Seid ihr so dumm? Oh, shit. Ich hab nur Müll. Okay. Spawn Trap. Ach, deswegen machen die COD-Karten. Alter, der hat... Ach, du bist das hier. Hast du jetzt meine Sachen geklaut? Nur das Wichtigste. Ich kann nicht mehr raus. Man kann immer nur eine Sache oder zwei, so drei Sachen. Drei Sachen wurden mir gesagt. Ja, toll. Ich habe nur Müll genommen. Alter, Dead Pink Player. Hex. Ja, easy. Alter, du leckst aber auch richtig. Net Cologne. Komm. Ja. Nein. Oh. Oh shit. Alter, verpiss dich mit deiner Hurenangel, du abfuckter hässlicher Mongo. Ich bin rausgeschieden. Echt? Oh nein, das ist gerade voll das spannende Finale jetzt. Ich muss das jetzt reißen. Habe ich noch Regeneration? Nein, habe ich nicht. Okay, das wird jetzt. Du stirbst. Alter, ihr habt beide einfach 3 Leben. Oh, bitte stirb. Nein,
Nein! Du kriegst nein! Die Fresse. Nein! Das hast du sowas von verdient. Please wait. Boah, ey, dieser Modus macht mich richtig aggressiv. Ich muss es machen. Nein! Nein! Okay, jetzt muss ich einfach auf drauf gehen. Er regeneriert jetzt mütlich. Beziehungsweise, ich verfolge ihn jetzt einfach. Stirb doch! Nein! Ich werde so richtig abgezogen. Hex. Der hat keine Pfeile. Komm, du hast keine Pfeile. Jo. Ah, da sieht man, der Typ hat einen X im Namen und der fickt richtig weg. Oh mein Gott, so richtig abgezogen hat er mich. Wie krank war das denn bitte? Wenn ich das jetzt nicht reiße, dann wird's richtig peinlich. Ja, du bist halt ein Noob, ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Du willst jetzt ernsthaft noch eine machen? Das waren nur 11 Minuten. Ich kann nicht noch eine machen. Noch 11 Minuten? Egal, das waren nur 11 Minuten. Nein. Ich kann nicht noch eine spielen, ja, ich eskaliere. Da restartet gerade eine. Da restartet eine, komm. Ich spiele nicht noch eine. Ja, hallo. Ich spiel nicht noch eine. Komm. Nein. Denk an die Subs. Scheißegal, bei dir kommt eh nichts rüber. Diese scheiß Call of Duty-Karten, ne? Weißt du, als hätten sie keine eigenen Ideen und müssen einfach alle diese Huren COD-Karten nehmen. Map High Rise, Autor Unknown. Ja, weil sie einfach geklaut ist, ihr Spastis. Was? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde, way. Das lässt du aber vorher drin, bitte. Was? Nichts, ich habe doch gar nichts gesagt. Achso, wo du eigentlich, dass du kurz vorm Austicken bist und dass du eigentlich gar nicht noch eine Zeit drin. Nein, das mit dem Autor Unknown, Spastis und so. Irgendwie sowas meine ich gehört zu haben. Okay, alles klar. Hä, das hast du gesagt. Hä? Ja, ich habe dann immer, das ist dann so eine andere Person, die spricht, aber das kommt trotzdem aus meinem Mund. Also, da kann ich nichts für. Hä, wo ist hier die Kiste? Was? Ich hab die Kiste nicht gefunden. Die ist ja ganz hinten auf dem komischen Hügel. Hier die vom Start aus, weil ich da ja mal... Oh, ich bin so dumm. Ich hab die übersehen. Muss jetzt wieder zurückspringen? Ja. Ich meine, ich war Erster. Oh. Ich hab die einfach gekonnt ignoriert. So, ich hab das aber richtig clever gemacht. Ich hab das Jump'n'Run beendet. Ich hab dich gesehen, du bist rechts von mir. So. Nein. Hat richtig gebackt auf der Treppe. Ja, das sagt man dann, wenn man richtig schlecht ist. Es hat gebackt. Ja, ich hab's ja geschafft, aber es hat trotzdem gebackt. Ja, wie ja. Geht's denn hier weiter? Also. Als ob ich jetzt hier rüberspringen muss. Nö, das mache ich nicht. Nö, ich bleib jetzt hier schon. Ich bin weit genug gekommen. Danke, Mama, das reicht mir jetzt. Ey, du dummes Wasser. Der du Helikopter kommt doch immer, ey. Nein, was mache ich denn? Ich fall beim Helikopter runter. Ach, die Parts sind immer auch in anderen Karten mit drin, oder was? Die Parts sind zufällig. Ah, okay, ich dachte, das wären immer so. Ach, stimmt, den hier kenne ich doch. Okay. Mann, ich krepiere gerade beim Helikopter übelst oft. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich mach so richtig dumme Fehler. Alter, ich bin auch richtig am Schwitzen wie so ein Spasti, weil ich so angespannt bin und nicht runterfallen will. Boah, geschafft beim Helikopter bin ich jetzt. Erst? Nein, Mann. Alter, wie viele schon geragequittet sind, ne? Hä, wie kann man bitte beim Helikopter runterfallen? Das ist doch quasi unmöglich, oder? Nein, anscheinend nicht, ne? Haben wir wieder einen mit X, aber wir haben wieder einen mit It's PvP, It's Brot PvP, what the fuck? Alter, ich hatte, glaube ich, noch nie ein Steinschwert in diesem Modus. Nothing happened, das mag ich am liebsten, wenn das passiert. Ich mag den Jump Boost. Ja, der ist halt nett und auf einmal ist er halt aus. Das ist halt scheiße. Ah, stimmt. Mann. It's Brot PvP. Der ruht hier aber auch. Ich muss mich echt, keine Ahnung, ich muss mich richtig zusammenreißen bei diesem Modus. Da muss man richtig ruhig bleiben, ne, dass man hier nicht austickt wie Sau. Ja, aber ich bin halt ehemaliger COD-Aktivspieler und da kannst du es nicht. Da rastest du bei jeder Kleinigkeit aus. Keine Ahnung, das kommt so mit der Zeit.
Das kommt aber auch irgendwie immer mit den Leuten, mit denen du spielst. Da kenne ich so viele, die das gemacht haben und wo ich dann deshalb mitgeraged bin und gerade bin ich wieder mal beim letzten Sprung runtergefallen. It's Parsi und It's Brot PvP. Was ist mit euch mehr los, ihr Spackos? Ah, vor allem dann rege ich mich über die Leute auf. Ich fall runter und reg mich über die Leute auf, über die Namen von denen, die weiter vorne sind. Aber die sind bei den Betten, das werden die nicht schaffen. Das ist halt ultra schwer und ich hab's schon gemacht, die Betten. Oh, ich hab die Betten geschafft beim ersten Versuch. Geht direkt. Die werden die Betten niemals schaffen. Nie im Leben. Ey, als ob dieser Sprung nicht klappt, du Mistgeburt. Warum ist dieser Steve auch so ein Spacko? Ich bin immer letzter, jede Runde, ne? Was machst du denn auch? Ich fall runter. Na, oh, das war ja richtig schlecht von mir, der Sprung. Das geht nicht! Es müssten eigentlich... Weißt du, deswegen lädst du mich zu diesem Scheiß hier ein, weißt du? Nur damit ich mich aufrege. Definitiv. Es müsste eigentlich irgendwer von den gesamten Rages so einen Remix machen. Kann das bitte einer machen? Und den dann bitte mir so senden. So ein Dubstep-Remix. Ja, oder generell einfach so Musik draus machen. Mann. So. So, ich habe jetzt den einen Part so gemacht, dass ich nicht zurückspringen muss. Jetzt Brot-PvP ist schon gerage-quittet. Ich bin so dumm. Ich war auf dem Block, aber dachte voll runter und bin dann einfach geradeaus von dem Block wieder runtergelaufen. Aber der Part ist easy. Der, wo ich mich eben so abgefuckt habe, weil ich zurück musste. Boah, ist dieser Sprung scheiße. Jetzt bin ich bei den Betten, ne? Viel Spaß. Die Betten sind richtig. Aber ich hatte noch gar keinen Block mit Lucky oder Unlucky oder so richtig abgefuckt. Na, ist besser, wenn du nichts hast. Glaub mir einfach. Mann, kann man... Die Crafting Bench kann man nicht platzieren, ne? Man craftet... Dann öffnet sich meine ich ein Crafting Feld, weil sonst kann man sich so einfach so die komplett schweren Sprünge einfach komplett easy machen. Und dann taust du dich einfach mit... Oder du kannst halt dir den Weg komplett blockieren, ne? Mann! Ja. Warum kriege ich dieses scheiß Modul nicht hin? Was mache ich denn auch? Nein, letzter Bettensprung. Das ist natürlich ärgerlich. Fuck. Aber es sind echt schon voll viele raus. Mann, ich will noch zu dieser einen Kiste. Diese eine Kackkiste. Okay, den Sprung. Nein, ich... Warum mache ich auf MC? Ah, nee, nicht MC, sondern Vini. Oh. Oh, jetzt mache ich Flüchtigkeitsfehler. Ich könnte diesen Betten-Part schaffen, glaube ich. Oh ja, ja bitte, bitte. Ja, ja, ich bin dran. Puh. Nee. Okay. Fuck it. Modul 8. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Modul 8 sieht easy aus. Yo, ist auch richtig. Was hast du für Equipment? Ist nicht so ultra gut. Vor allem bei mir ist das immer so. Ich bin halt scheiße in dem Jump and Run, komm dann aber noch für meine Verhältnisse relativ weit, aber ich habe nur Crap in den Kisten. Ich habe eine Steinaxt als Waffe. Habe ich auch. Ich habe einen Bogen ohne Pfeile. Okay, das habe ich nicht. Ich glaube, ich habe einen Pfeil. Wenigstens kann ich jetzt einen auf Angelschipsi machen. Mann, ich glaube, ich komme eh wieder zu Modul-Dings. Ja, Modul 9. Ich habe keinen Bock mehr. Kapuzenboy left the game. Das Kranke wäre, wenn du das jetzt noch reißen würdest. So komplett. Das Jump and Run komplett noch schaffe. Nein. Das wäre krank. Rückwärts von der... Oh, Mann, ich habe so viel Stuff zum Equippen, ne? Ja. Ein Pfeil einfach. Ja. So, schaffe ich nicht mehr. Inventar sortieren. So. Hat das TNT? Tue ich mir hier noch drauf.
Ich werde wieder direkt von so einem Spiegelblock-Skin tot. Ich auch. Warte, geh in die Ecke. Hä, was machst du? Ey, dieser Modus ist so gefuckt scheiße, Mann. Kacke, ne? Mit diesen Huren-Spawns, ne? Das regt mich richtig auf, ne? Ich spawne und neben mir steht... LOL, es zählt einfach für ihn. Wie unfair. Ja, geh also. Halt auf mich. Was macht? Geilster Modus EU, geil. Ja, push ihn auch noch. Wie kacke. Es, weißt du, ich hab die Person mit TNT gekillt und es zählt einfach für den Kill des anderen. Das ist ja mal richtig... Der hat richtig die Kill-Aura an. Ohne Scheiß. Und da kommt einer abstauben, it's irgendwas. Du Spasti, ey, kauf dir erstmal einen ordentlichen Namen. Ich spawntrap deine Mutter jetzt. Oh, bist du tot? Oh, das tut mir aber leid. Steinschwert. Kannst du mir mal helfen, bitte? Ich bin tot. Ich stelle mir gerade so einen wahnsinnigen Gimli vor. So richtig mit so kaputten Mund und alles. Oh Mann, ey. Ich hasse diesen Modus. Ich merk's. Mann! Hör auf, mich zu verfolgen! Ist ja schlimmer. Alter, meine Hand tut richtig weh. So, sie fighten jetzt und ich mache jetzt den 30. Abstauber. Ich hab dir gesagt, ich kann keine Runde mehr spielen. Ah, meine Hand. Komm her. Tut so weh. Oh, it's Parsi PvP. Oh mein Gott, was ist da los mit dir? Ich reck dich ja richtig. Learn to play. Ja, lauf. Den musst du töten, der hat mich eben abgestaubt, dieser Mann, Bastard. Guck dir den noch an, das ist doch Hive. Hinter dir ist übrigens einer. Echt? Achtung, der Parsi kommt jetzt gleich abstauben. Ich weiß. Nein. Hat er jetzt den Kill gemacht? Ja, hat er. Okay, der eine ist schon richtig am resignieren. Und dich hat's jetzt zerlegt? Nee. Nein. Hast du denn den Kill bekommen? Oh. Genau. Nein! Du Noob. Wo ist der? Da ist der. Den hole ich mir. Dich hole ich mir. Komm her. Alter, meine Hand tut richtig weh. Stirb doch! Nein! Was ist das? Ja, jetzt rennt er weg. Du musst aber auch mehr straven. Du läufst immer so gerade auf. Ja, ich weiß. Ich dachte, dass ich gegen ihn easy gewinne. Nice. Boah, also. Todeskombo. Own in. Er macht einen auf Angelspack. Komm schon, Maus. Boah, diese Angel in Minecraft, ne? Das ist das Schlimmste, was die eingebaut haben in diesem Spiel. Noch schlimmer, als kann es ich auf mich Java zu programmieren. So, der hat gut gesessen. Ist doch schneller, du scheiß Minecraft-Pötchen! Hier, ich geb dir Suppen, bitteschön. Dieser Spiel. Du musst. Der dachtest. Du musst den runterkriegen. Ja! So, genau so. Schreib GG. Mann, ist das dein fucking Scheiß Ernst? Ich frag mich, wie da Leute ruhig bleiben können bei diesem Modus. Mann, kann ich nicht. Das war richtig schlecht von mir mit dem PvP. Ich hab halt null gestraved. Bist halt ein Bob. Ah. Gut. Dann war's das mit dieser ultra professionellen und überskillten Aufnahme von Jump League. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Schauen wir beim Gimli vorbei. Dann sage ich tschö, bis dann und man sieht sich. Ich sage nichts mehr. Na komm, für ein Schön muss es doch reichen. Tschüss.
Viel Spaß, dies.